Ja, das ist nicht so mit rebellisch. Naja. Das ist nur das Einzige, was du dir noch leisten kannst. Komm, gib's doch zu. Just for your information, der Stream ist an. Na, also wenn ihr jetzt hier irgendwelche privaten Infos rausgeben wollt, Vorsicht, aber könnt gerne aufeinander weiter hinscheißen. Ich wollte euch gerade meine PIN-Nummer für die IC-Karte verraten. Oh Mann, verdammte Scheiße, du musst dir das noch erzählen, weißt du? Oh. Oh. Nächste Woche, Freitag. Also jetzt den kommenden Freitag hast du Geburtstag. Ja, am 21. Jetzt muss ich mir das auch noch einspeichern. Ich weiß gar nicht mehr, wann du Geburtstag hast. Ich wusste das mal. Irgendwann im Frühjahr, ne? Das ist nicht wichtig. Ich denke, ihr seid Freunde, ey. So, was nehmen wir denn hier? Veteran Sharpshooter, Zealot Preacher, Psyker, Psykinetic, was ist das denn? Oder der Ogryn Skullbreaker. Sag mir das Datum nochmal, Chris. 21. Oktober. 21. Dankeschön. Ist direkt mal jetzt in deinen Kontakt gespeichert. Er hat dir deins auch nicht gesagt. Du musst ihn da so richtig aufs Brett scheißen. Ist nicht in Ordnung so. Yes. Nee, wenn er mir nächste Woche gratuliert, dann nehme ich es einfach nicht an. Mach doch, was er wollt, echt mit der Hupe. Ja. Warst du nur im Spiel bisher drin, um mal so reinzugucken, oder hast du schon irgendwas gemacht? Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe den Launcher gestartet, er hat mir gesagt, update deine Grafikkarte. Und das habe ich dann jetzt die letzte halbe Stunde gemacht. Achso. Ja, ich brauche mich hier gar nicht durch die Auswahl durchklicken. Ich will sowieso ein Kasakin-Bild machen, deswegen nehme ich natürlich den Veteran Sharpshooter, ist ja Logo. Also ich habe mir so ein paar Videos angeguckt. Sieht schon echt gut aus. Aber aussehen ist eben nicht alles, ne? Naja, Paula, du könntest jetzt zum Beispiel auch... Oh, es ist laut. Du könntest ja zum Beispiel jetzt auch den Stream anmachen, wäre ja auch eine Option, ich meine... Dein Prime Sub ist eh vor einer Weile ausgelaufen. Was? Hä? You wanna interrupt my process? Nee, ich muss erstmal das. Ich muss hier erstmal in das scheiß Menü kommen. Wieso ist das hier so laut? Jeder Streamer ever. Weißt du so? Es ist aber, ich kann das ja verstehen, dass die Spiele ein bisschen laut sind, aber Alter, wo ich LX2 jetzt die Tage gestartet habe, ich habe mir LX2 gekauft, das war so laut, mein Headset hat vibriert. Da denke ich mir einfach, seid ihr eigentlich völlig behindert. Kannst du hier bei der Charakterwahl, musst du dir dein Homeworld aussuchen, wo dein Charakter herkommt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass sich die Figuren untereinander unterhalten und auf ihre Geschichten anspielen. Und es ist hier alles so richtig Archetyp. Also der erste ist hier religiöse Fanatikerwelt. Das zweite ist hier low population, few resources, aber strategisch important. Das dritte ist hier so ein Redneck-Planet. Hallo Lisa. Was ist das hier? Ah, eine Manufaktorum-Welt. Na, eigentlich hätte ich auch am meisten Bock auf den Veteran Sharpshooter, aber wenn wir den jetzt schon haben, dann nehme ich den Ketzer. Wir können auch mit 4 Veterans spielen. Nein, das passt schon. Ich spiele gerne mit dem Warbrum. Ich hätte jetzt gedacht, du nimmst den Ogre. Eigentlich müsstest du ja den Ogryn nehmen, wenn wir ehrlich sind. Nein, oder? Nein, müsste ich nicht. Wie wär's mit Fick dich? Nee, ich glaube, du könntest, von uns beiden, ja, könntest du leichter als Ogryn cosplayen als ich. Das mag ja sein. Vielen Dank für diese Komplimente, dass ich so eine Hackfresse habe, scheinbar. Nein, es geht nicht um die Hackfresse, es geht darum, dass du groß und breit bist. Ja, Alter, weißt du was? Das ist aber was ich im echten Leben schon habe. Das brauche ich nicht auch noch im Videospielen. Naja, aber das mit der ganz leichten Behinderung. Ja, weißt du, ich bin ja voll dämlich hier. Wenn ich ein Kasakin-Bild spielen möchte, dann muss natürlich Cardia die Homeworld sein. Ist doch logisch. Ah. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your channel. So hat der Chaosbrüll nicht erst die Tage Rechte gegeben? Nee.
Grob hat sie aktiv abgelehnt. Ich hab den schon die ganze Zeit nicht gesehen. Ah, ja. Ah, aber schön, Kania. Ich gehe hier gerade die Liste durch und du sagst, ah, eigentlich müsste ich ja Kania nehmen. Und ich klicke Kania an und Kania ist nur noch so ein paar Asteroiden im Weltall. Ja, nur so ein bisschen Dreck im Weltall. Aber ja. das ist gut, das beantwortet nämlich die Frage, ob das schon nach dem Imperium Nihilus spielt oder ob das alter Lore ist. Ja, dann nehme ich aber auch Kania. Das ist am nächsten dran am Auge des Schreckens. Wenn du Kandianer spielst, kannst du auch zwei besondere Augenfarben auswählen. Hm. Ja, Magenta und? Und noch, ja, noch so ein anderes, rötliches irgendwas. Childhood. Ach, was. Das ist ja alles scheiße. Ja, gell, wo sind die Chaos-Kultisten? Surfing as Trench Runners or Ammo Monkeys. Growing up. Du kriegst keine coolen Backgrounds, keine Sorge. Growing up. Defining Moment. Ist das nicht eigentlich Upbringing und nicht Growing up? Ich weiß nicht. Ich glaube, das Upbringing ist, wie du erzogen wirst, und das Growing up ist, wie du selber aufwächst. Okay. Kann aber auch totaler Bullshit sein, also der nagel mich nicht drauf fest. Ja, nee, das klingt halt halbwegs sinnig. Bei anderen Planeten hast du dann so stellenweise so Sachen dabei, warst du in einer Straßengang oder so. Na schön, declare the witch, send on the black ships to feed the Astronomicon. Ich bin natürlich enlisted, ist ja klar. Defining moment. Mhm. So, Mao spielt ein Hexfeuer. Yes. Und bitte einen ohne Bart, ey. Alter, die vorgefertigten Gesichter sind ja alles Hackfressen. Der eine ist 40k, Mann. Das ist halt einer hässlicher als der andere. Ja, kannst du dich damit nicht identifizieren? Nee. So schön, wie ich aussehe. Das Einzige, womit ich mich hier identifizieren kann, ist, dass man die Hautfarbe quasi weiß machen kann, weil das ist ja, ne, wieder so eine Kalkleiste, 2 Minuten in der Sonne und ich sehe aus wie Mr. Krabs. Boah, was ist das für ein fesches Tattoo, was du da auf der Fratze hast, Junge? Das ist wieder so ein typisches Ding, so, das ist irgendwie 80% der Spieler mit dem Zeug rumlaufen. Ach, manche der Aussehensdinger sind hier, habe ich jetzt zur Auswahl, weil ich Kadia angegeben habe als Heimatwelt. Ach, da gibt es ja. extra spezielle Dinger, das ist aber cool. Na, 2 Augenfarben gibt's. Ach, das war's mir jetzt nicht, okay. Also ja. ich bin erst bei den Augenfarben, ich habe noch nicht gesehen, ob da noch was anderes kommt. Ne? Facial Tattoos, repent! Wie der Inquisitor, der von Martyr, der irgendwie auf die Augenbrauen so ganz behindert riesengroß draufgeschrieben hat, repent! Alter, weil ich meine Grafik so weit runterstellen muss, ne, sehen die, sehen hier Augenbrauen und Bart und so original aus, als hätte er sich Scheiße ins Gesicht geschmiert. Ja, ich hab aber die Einstellung oben stehen, das sieht auch scheiße aus, irgendwie. Ja, es geht. Fallout 4 lässt grüßen. Ja, ich weiß nicht, nee, ich glaube Fallout 4 sieht noch schlimmer aus. Weißt du, weil hier haben die Narben und sowas, haben hier Tatsache Bumpmapping und so ein Scheiß, also ein bisschen Mühe haben sie schon gegeben. Nicht groß genug, Mann. I've dreamed many dreams before. Ach, eine Stimme gibt's auch. Dann wollen wir doch mal hören, wie klingt denn der Professional? Wollte ich mir gerade anhören, aber dann laberst du. Jetzt haben wir die Fresse, ich will mir meine Stimme anhören. I should have known the Enforcers. I should have known the... Delona, Alter, Delona ist genau die Stimme, Junge. Oh.
Was ist ein Dereliction of Duty? Was heißt Dereliction? Derelict ist ablegen. Oder wie gesagt, oder halt verwerfen. Und Insubordination ist hier Befehlsverweigerung, ne? Glaube, ja. Insubordination, ne? Misplaced Faith ist dann wahrscheinlich hier irgendein Hetzer-Scheiß und Sedition ist ja hier Massmeuterei oder sowas. Oh, keine Umlaute. Ja, Meuterei, bloß nicht auf dem Schiff halt. Ich nehme so Insubordination. Name brauche ich auch noch. Das Spiel kriegt jetzt schon Daumen nach oben, weil man genug Zeichen im Namen hat, dass ich den Namen eingeben kann. Toll. Ah, also ich war gerade limitiert. LOL, Error, Backend Error. Oh. Ist die Beta schon vorbei jetzt, oder was? Nö. The character name is not permitted, as it is present in the list of banned words. Wie wolltest du dich denn nennen, Schwanzminister? Nein. Kantpenis natürlich, ist doch klar. Nice. Nein, Abwasserminister natürlich. Geht nicht. Jetzt bin ich ja völlig aufgeschmissen, was nehme ich denn ansonsten? Ach, schön. Was ich so klasse finde, ist, so, du siehst so, Shallow hat das jetzt schon einmal gemacht. Klick, 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 klick. Ich möchte einfach nur einen Kerl. Also 18 Zeichen ist schon eine ganze Menge. Macht das C weg. Na, er hat gesagt, nur alphabetische Buchstaben. Hä? Das ist komisch. Und das kann halt auch einfach nur ein, naja, aufgrund der Tatsache, was du geschrieben hast, sein. Klasse. You've come to learn. Doch Meme, Junge. Raytracing. Nein, danke. Okay, ich wollte gerade sagen, es läuft irgendwie ganz schön schroff und dann sehe ich nur Raytracings an. Dankeschön, jo. Hauptsache Blume ist per Default an, alles andere haben sie ausgemacht. Das verstehe ich halt auch nicht ganz. Na, guck mal, auf einmal sieht es direkt viel besser aus. Was hast du jetzt gemacht? Ah, und vor allem läuft es auch besser. Das ist so krass, Alter. Was hast du? Ich sehe das nicht, warum die auf ihrem Dings da hängen bleiben. Auf ihrem hier Raytracing. Also, ja, wieso das von Anfang an anders ist, so richtig, what? Ja, vor allem das Krasse war, das sah halt aus. Jetzt, weiß ich nicht.
Erstmal war das schlecht, die Auflösung sah halt schon scheiße aus und dann halt alle so möglichen klar, Sachen wenn du dann gleichzeitig dieses DLSS dran hast, dann geht er gleich die nächste Auflösung über. Warum kann ich nicht aussehen wie die Typen? Was mich viel mehr stört, ist, warum macht das die Waffe, die du immer hast. Warum die Waffe, die du in der Hand hast, nicht eng macht? Weil es nur ein Schwert ist. Ja. Ich hab gedacht, Schwerter werden prinzipiell irgendwie mit Ketten und Motoren betrieben, halt so irgendwie. Im Universum war das nicht schon immer so. Ich hab ja fast gedacht, dass du mehr gegen Aufständische und sowas kämpfst, aber das sieht ja mehr aus wie... Das sind Aufständische. Ja, die sehen auch typischer Aufständischer. Im 40k-Universum auf jeden Fall. Der Name, Junge. Ich lese den Namen da unten. Was ist der Beruf, ey? Aber ich bin halt sofort wieder irgendwie putz. When the heretics surround you, push them back to create space. You might even live. How nice. Aber ich finde es schön, dass das Spiel dir nächstes Mal so ein kleines Tutorial vor die Nase setzt. Ja, so ein bisschen. So ganz blind in alles reinspringst. Boah, warte ganz kurz, guck, ich mach das Tutorial noch. Ja, ich auch. Oh. Oh, ja. Oh, der sieht gut aus. Der gefällt mir. Marv braucht dringend einen PvP-Modus in dem Spiel, dass er die andere Seite spielen kann. Alter, bei mir sieht die Grafik so scheiße aus, das gibt's gar nicht. Was geht? Ich hab alles jetzt auf Mittel gedreht. Frames halten sich, sieht ganz gut aus. Ja, aber eine 79 ist halt auch kein Wunderwerk der Techniken heute. Du hast noch eine 79? Ich kann nicht mitspielen. Ich hab nicht hier beantragt. Ich hab das Wochenende verplant gehabt. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass mir Tatsache noch die 79 ist. Oh ja. Das mir fehlt, Alter. Aber so wie das aussieht, momentan sieht es halt echt gut aus, so wie werdet ihr das wahrscheinlich dann, wenn irgendwie gut geht, dann werde ich mir das einnehmen. Das ist der 30. November, man muss ja noch ewig durchhalten. Na, es wird bestimmt noch mal mindestens eine Open-Beta geben. Das kann sein, ja. Oh, sieht der cool aus! Oh ja, der sieht wirklich cool aus. Take toughness damage, okay. Soundkulisse ist geil, du hörst die ganze Zeit im Hintergrund irgendwelche Leute reden. Replenish toughness with quad coherency. Achso, einfach in der Nähe sehen. Genau, in den dran laufen. Ja, Group Hug ist hier ganz wichtig. Kriegst du irgendwie total viele Boni von. Advanced Training. Naja. Basics reichen, krieg ich hin, den Rest hier.
Ja, da ist dann so Click Left to shoot your gun. Advanced Combat Training. Ja. Smite all who besmirch the Emperor's name. No, you. Das Schiff ist auch mega cool, also das Hub. Ja, Alter, der Hub, hier gehen auch die Frames direkt runter. Aber es sieht halt echt gut aus, Jesus, okay. Es sieht 40k-ig aus. Ja. Jesus, ich glaube, die Jungs haben das wirklich verstanden. Warum, weißt du, das ganze Spiel ist First Person. Warum ist der Mist jetzt hier in Third Person? Ich will mir das genau angucken. Guck mal, der Inquisitionsgardist. The moment I understood the weakness of my own flesh. It disgusted me. I craved the strength and certainty of steel. Okay, darfst alles noch nicht, ist alles noch hier zu hoch im Level. Muss wahrscheinlich erstmal deine erste Mission spielen. Oh, auch, wo ich es gerade höre, der Soundtrack von dem Spiel ist von Jasper Kidd. Für einen, der das nicht sagt, Hitman Blood Money hat da der den Soundtrack für gemacht gehabt. Der war richtig stark. Weißt du so, Marv trifft dich natürlich mit. Kennst du diesen Fringe-Scheiß? Fringe-Scheiß? So, Fringe-Scheiß, so. Und für den, die das nicht kennen, hier hast du nochmal Fringe-Scheiß. Ich kann mich heute noch an den Soundtrack von einem irgendwie 15 Jahre alten Spiel, obwohl doch, könnte ich den ja. Aber Hitman Blood Money könnte ich mich nicht dran erinnern, dass da ein krasser Soundtrack dran war. Doch, da war, ein paar richtig starke Lieder. Und ich habe jetzt gerade, ich bin hier auf die Plattform gekommen. Ich meine, wenn du jetzt, du wirst einen Sound aus haben. Mhm. Und du hörst halt nur Distant Orgel Noises. Das ist halt schon ganz schön. Nice. Ja, nice. Hier, Grupp, helf mir weiter. Ich stehe hier mit ganz vielen anderen Idioten in so einem Ding und alle laufen nur rum. Ne, das ist der Hub. Das ist der Hub. Lauf mal dahin, wo es grün. Es leuchtet grün. Okay, Trust Level 2. Warte mal, ich glaube, ich sehe Micha. Warte mal. Mich siehst du nicht. Chance relativ gering. Also, das World Design Manometer, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier der Maschinengeist ist oder was das ist. Der Schiffsmaschinengeist, aber der ist eigentlich unter Verschluss. Da kommst du nicht hin. Vor allem nicht als Straflegionär. Ja. Ketzor. Ja gut, Grupp. Ja. Rotztart. Nein, das ist Rod Stewart, Junge. Rotztart. Der alte Tart, Junge. Nein, Rod Stewart. Ja. Ich habe erst andere Namen durchprobiert, aber dann war so, oh, XXX, Ketzor, XXX. Das war so schön doof. Aber okay. Guck mal, hier haben wir doch. I crave the strength and certainty of steel. Vor allem, er kann sich halt einfach Krupp nennen. Nee, ich glaube, Namen sind nicht geblockt. So. Okay. Red mit mir, du Tech. Ja, hier, wir sind jetzt hier in der Raiding Party. Was passiert jetzt als nächstes? Du musst zu dem großen grünen Ding hingehen und reinspringen. Achso. Nee, warte, ich geh erstmal pissen, bis gleich. And you will beg my kind to save you. But I am already saved, because the machine is immortal. Ja, doch, also das also aussehen tut schon mal gut. Wenn sie jetzt auch noch halbwegs schön spielt, die paar Sachen, die ich jetzt übers Wochenende mal gesehen habe, die sahen ja schon gut aus. Wenn ich es geschafft habe, dass sich ein Last Rifle stark anfühlt, dann haben sie schon irgendwas richtig gemacht. Ja, definitiv.
Ja, aber die leichteste Mission. Magistrati, Obelite, aber. Kill Target in the Torrents Enforcer Station. Reach the Sewers, bing! Reach the Streets and take them out. Das klingt doch okay. Ketzor. Ich will dann auch bitte so einen richtigen stacheligen Kopfschmuck haben und alles. Als Recheck kann man sowas sicher bekommen. Also die Atmosphäre haben sie schon mal getroffen, das ist schon mal... Oh, Alter, hier, guck mal. Die Kuppel, siehst du denn da? Hier, ich höre die Orgel wieder. Da siehst du den Planeten durchs Okularis. Ich hoffe, du hast als Stimme den deutschen Akzent genommen. Das ist der beste. Paula, mach mal kurz Unmute. Und ich hab schon an. Ja, ich finde den deutschen Akzent auch gut. Erstmal ziemlich strong. Aber halt vorsichtshalber jetzt erstmal alles auf Mittel. Hier in dem Ding, so je nachdem, wo ich hingucke, 40 Frames, 60 Frames. Wenn ich mir die komische Stadt angucke, bin ich bei über 100 Frames. Alter, hier auch der Schacht da unten, geil. Ich kann mich leider nicht umgucken, bei mir steht nur Gesuch Mission Request. Fenster gehen hinweg. Ihr seid jetzt alle in der Lobby quasi drin und wartet drauf, dass Shallow startet. Ich glaube, dass alle annehmen. Chris wiederkommt. Ich habe die Mission jetzt ausgewählt und Chris und Krupp stehen halt da, müssen ja klicken und dann geht's wahrscheinlich los. Na, dann wird uns noch ein Vierter zugelost. Ja, aber kann ja keiner ahnen, Junge, dass der hier schon wieder stundenlang pisst. So, wie ein Pferd, Mann. Ja, was soll ich denn machen? War halt Land dabei, ich kann's ja nicht ändern. So, was muss ich jetzt machen? Einfach annehmen. Wenn auch immer, wenn da was steht, irgendwie eine Mission, einfach annehmen. Schön, ja, das wollte ich machen, aber die ist schon weg. Ja. Play. Accept. Parties and Matchmaking, please wait. Freut mich, Lisa, dass du zu Hause bist. Super. Jetzt kommt erstmal die Windows Firewall Warnung. Ja, ist bei mir auch so. Classic. So, und hier Krupp hat schon krasse Sachen in der. Ach nee, der ist auch ein Preacher, okay. Naja, ist ein Zealot. Zealot, Preacher, Zealot. Ja, ach, was weiß denn ich hier? Der geilste Typ steht eh ganz links. Warum habe ich denn hier. Warum bin also ich denn bei mir stehe ich ganz links, von daher, ja. Da muss ich jetzt hier Wargear. Du musst mal Ready drücken. Ja, ich. Du rotzt hart. Der Scheiße hier. Nee, das musst du dir alles. Das musst du dir alles erst erspielen. Irgendwie Level 2 hast du Zugriff. Also hier die Atmosphäre haben sie schon mal das bis jetzt richtig geil getroffen. Das ist wie bei The Ascent, was halt also eine mega Cyberpunk-Atmosphäre gemacht hat. Krupp mit der. Ne, wer hat die taktische Schaufel? der Guardsman fällt mit der. This wouldn't have been top of my list for a tour of Tersham. I need Barrett if I see you coming. Was hab ich denn hier für einen Ballermann? Ach so, oh. Das, ja, ich hab da schon ein bisschen.
weiß aber nicht, wie stark das Baby wirklich ist. Ich habe direkt mal einen Marker gemacht, ohne von irgendwas eine Ahnung zu haben. Wir laufen einfach Kopf hinterher. Ich laufe dem Rotztart hinterher. Das ist halt definitiv eine sekundäre Waffe in dem Fall. Weil 32 Schuss, ich hab mal gesehen, wie viele Leute dir manchmal entgegenkommen, das ist ja gar nichts. Gibt's auch Team Damage? Es gibt auf jeden Fall Dismemberment. Oh ja. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Mit nichts drin. Toll. Davon findest du ganz viele. Sogar ziemlich gutes Dismemberment, wenn ich das sehe. Au! Was war das denn? Explodiert Typ. Irgendwas hat mich gerade hochgeworfen. Kommt noch ein Hund. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was meine Special-Fähigkeit eigentlich so macht. Hast du das Tutorial nicht gespielt? Doch, aber das war halt einfach nur, dann wird der Bildschirm halt kurz gelb und dann kann ich noch ein bisschen schießen. Und das kann ich so aber auch. Also. Naja, du machst irgendwie 50% mehr Schaden für 4 Sekunden oder so. Also halt so eine richtige Premium-Fähigkeit. Ja. Weißt du, die das ganze Game auf den Kopf steht quasi. Mehr Gegner, wir brauchen mehr Gegner! Da kommt wieder eine Bombe angelaufen. Wo ist er denn? Excessive force authorized! Da hinten ist er. Hinter uns. Oh, der Pech, den hat aber schon ganz schön hingerichtet. Die Leute kann ich nicht genießen. Bei mir ist die Grafik so scheiße, ich brauche einen neuen PC, vorher spiele ich das nicht, ey. Läuft das überhaupt halbwegs günstig bei dir? Nee, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, es ist so bei 50 FPS, aber ja. es ist halt total grisselig alles, ne? Also, ja. Der wird das wahrscheinlich nochmal runterskaliert haben, die Auflösung. Ja. Es sieht auf jeden Fall runterskaliert aus, ja. Ich renne. Don't believe she's entirely professional. Can hear that? Drake's one in face of us. Oh, hinter uns. Oh boy, das sind aber Leute. So krass wie du gerusht hast hier, gell? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du deine komische Magiefähigkeit jemals groß rausholen kannst. Na, für die Dicken bestimmt.
Ja, das kann sein, ja. Die ist wesentlich besser gegen Elite-Gegner. Ja. Ah, Feuer! Oh, fuck! Hier ist so ein dicker Typ. Ist auch schon tot. Ja, das machen wir. Wer hat ihn gerade richtig abgeklatscht? Von oben kommt noch einer. Marv lässt einfach mal den Kopf platzen. Oh, Alter! Ich bin ganz schön zornig. Hier ist gerade hier so geflogen dran. Alter Verwalter. Noch jemand Ammo? So. Gegner, Junge, ich brauch Gegner! Ah, da kommt wieder ein Mutant. Oh, von hinten. Ich find's ganz schön krass, dass das Spiel trotzdem noch so gut aussieht. Boah, die Mucke, Alter! Ja, wobei das auf so Orgelzeug komme ich überhaupt nicht klar, ne? Also das ist tatsächlich scheiße. Ich weiß, dass es 40k ist, aber ich. Boah, nee, Orgel geht nicht klar. Dreh's halt leise, du Bleppo. Das sind sogar nicht einfach nur Traitor, da sind sogar ehemals Skitarii dabei. Weißt du, was ich eigentlich ziemlich heftig finde, ist einfach nur, ich weiß nicht, ich sehe Shallow die ganze Zeit nackentief im Blut stehen. Und er ist der Einzige, der irgendwie noch verheben sein kann. Hier, die Tür ist offen. Ich glaube, das sind... Aber hier, genau, hier sind noch Gegner, Mann. Hier, ach hier, der Mate hat eine Ammo-Crate. Ich brauch keine Muni. Ich bin nicht einmal schießen sehen, das macht er mit Absicht. Out of ammo. Also die Heil sind Rotstart. Der Heilservitor ist irgendwie krass. Was ist, was heißt Peril? Das ist so ein Debuff, den du kriegst, wenn du hier... Peril ist sowas wie... Gefahr. Ja, ich glaube eher Angst. Oder ja, Beklemmung oder sowas. Ja, genau, nee, ich meine, das ist gerade bei MH hier, der hat jetzt eben so eine Fähigkeit benutzt, und dass er so halt so einen Balken hochgelaufen hat. Naja, wenn ist halt, wenn ich mit einem Warp übertreibe. Hm. Ey, helft mir! Okay. Der Chaos Hound frisst mich. Oh, das hat gerade schon weh getan. Der Peril ist halt, wenn es voll wird. 100% dann ist da jetzt einfach Fett haben. Das hat aber auch wieder zu wenig. Dann mache ich halt quasi Ketzer-Sachen. Guck mal an, die Jungs können sogar taumeln und Scheiße. Let's go. Grenade Supplies!
Our craftspeople are the most highly skilled in this sector. You're aware of Morbian Iron? It's made here. Superb! Celebrate the culture, or we're done with the play! Everything covered a unit. We are safest together, pilgrims. Here, may we find succor! Ja, doch, doch. Geht, geht. Aber Nahkampf ist where it's at, bitch. Ja, also ich meine, du hast ja im Nahkampf irgendwie schon 50 Leute gekillt, wo du jetzt nur Wolf irgendwie in der gleichen Zeit halt irgendwie drei töten konntest oder so. Ja, und der Wolf ist gut gegen, auch wieder gegen Elite-Gegner. Und... Ja. Das ist auch halt ziemlich genau. Weit, wenn er so weit weg steht, ja. Oh, cool. Guck mal, wie sieht denn das aus, wenn ich hier meine Knarre seitlich halte? Sieht man das? Ja. Was ist denn überhaupt seitlich halten? Kannst du deine Waffe so Gangster-Style halten, oder was? Ja. Okay, cool. Da ist noch einer. Und kaputt. Du musst die auch nicht im Visier behalten, wenn du die mit Black Kiesstick anvisiert hast. Da kannst du einfach woanders hinkommen. So many voices. Oh, hilf mir! Jetzt hat er so einen kleinen AOE. Oh, was ist das? Oh ja, yeah, 100%! Whoop! Den Teddy, der Trottel, schmeißt mir kein Ammo hin. How can this place be so Peril kannst du dir wegmachen und mit deinem Ass sowieso alles auf einmal. Oh, Flammenwerfer. Ne, kann man nur. I feel the warm overtaking me, it is a good pain! Hier die Kathedrale oder Gefängnis oder was das hier sein soll. Ah, okay, wenn ich es übertreibe, gehe ich down. Ist ja lame. Ich habe gedacht, ich wäre dann zu einem Dämon oder so. Und du bist, glaube ich, einfach nur Schaden, wa? Ich platz einfach. Nee, geht richtig in Downstate. Ah. Stell dir mal vor, die wird dann so ein Chaos-Bauen rauskommen. Und er fand jetzt tatsächlich auch einen Chunk Leben, wie es aussieht, ja. Ja. Was ich jetzt aber tatsächlich cool fand, dass gesehen, Paula, wie er sich das Auge zugehalten hat. So, als letztes Stück, wo du weißt, oh Gott. Wenn ich jetzt nicht gleich lasse, war's das. Da kommt gleich was aus meinem. Ja, vor allem, ich muss mal sagen, ich verstehe halt auch nicht ganz so die Abstufung hier. Weil du hast halt drei Leute, die hier buchstäblich mit Schaufeln Leute verprügeln, weißt du. Und dahinter steht Chano und redet mit dem Warp, weißt du. Es ist nicht ganz das, die gleiche Eskalationsstufe, weißt du? Hier, ich droppe mal Moon, ne? Alter, ich höre die Stimmen mal, das ist so geil. Halt, wenn du 90% bist mit Parry oder so, hörst du es in dem Hintergrund so. Oh,
Oh ja, ich liebe es, ein Ketzer. Also, wenn, wenn du auf so einen Downstate aufgehoben wirst, ist es aus diesem Lebensball, der ist natürlich wieder voll alt. Ja, ja. Das ist halt echt, die verklopfen die hier mit Schaufeln und ich renn rum und lass Köpfe platzen. Ja, das meine ich halt. Das ist halt auch so, die Stakes sind eigentlich nicht hoch genug, um mit dem Rock zu quatschen. Weißt du so? Naja, eigentlich nicht. Da waren zwei. Ach, hier mein Special markiert, wie die Gegner auch durch Qualm und so durch. Das ist ganz gut. Drop mal hier das Heilding für den Micha. Der Micha kackt fast ab. Na, alles gut. Mir geht's gut. Ja, guck mal auf deine HP. Mir geht's gut, habe ich gesagt. Der hat ein Schild. Ich heb dich nicht auf. Ich müsste nur also vielleicht... hier vorne wieder heal. Ja, aber die sind halt ein bisschen over. Also, wenn dich so ein Servitor halt einfach wieder auf 100% bringen kann, ist es halt auch wieder ganz schön, weiß ich nicht. Naja, das ist halt die Left 4 Dead Formel, ne? Ja, so viel kannst du von dem auch nicht. Und du hast auch ganz oft viele, wo halt nicht vier Ladungen drin sind, sondern weniger. Achso, okay, das. Der ist auch begrenzt, weil ich weiß, das ist ein bisschen heftig, wenn sich hier jetzt jeder wieder vollpumpt, dann ist die Schwierigkeit gar nicht da. Nein, du darfst nicht vergessen, wir sind hier auch auf der 64. Schwierigkeit. Also auf erste Mission. Auf dem allerniedrigsten. Ist schon ein bisschen. Da hast du zum Beispiel, da fängt schon an, da hast du nur drei Lebensmittel, drei von den Balken. Hast du immer noch 200 oder 150 HP? Ja, aber es verteilt sich halt nicht mehr so viel. Aber genau, du kannst ja nur noch einmal wieder aufgehoben werden, statt hier. Ne, zweimal statt zweimal. Alter, die Gegner sehen auch richtig hässlich aus. Die Musik, die hier ist, ist halt auch so... Boah. Alter, gib mir deine Plasma-Knarre. Oh, können wir mich mal aufnehmen? Was ist denn hier Botplayer? Haben wir den Teddy verfolgt oder was? Scheinbar. Oder er ist gecrashed. Ja, das kann auch sein. Hier, hebt ihr mich mal auf oder was? Wieso? Ich liege doch selber am Boden. Ach, hier liegt leider. Ups. Oh oh. Der Bot hat's schon gemacht. Bot rettet das Spiel. Super.
Hier, ich hab mal Heilung in die Mitte gedroht. Ja. Dropship. Best Player. Mit der Plasma-Pistole. Mann. Ist er tot? Ja. Der rotzt hart. So, und wo steht jetzt wer wie viel gekillt hat? Wo ist der Schwanzvergleich? Gar nicht. Jetzt gibt's erstmal. Ich habe als Level Up noch eine Schaufel gekriegt als Belohnung. Geil. Nice. Ah, das ist die Musik einfach nur geil, oder was? Ja, also in den großen Files oder jetzt auch bei dem Bossfight eben. Das slappt schon. Das slappt ja richtig, Junge. Also eins, was ich jetzt sagen kann, ist. Du wirst Probleme kriegen, weil das Spiel hier immer mal wieder dafür sorgt, dass ich buffern muss. Beim Zugucken. Also ich glaube einfach von der Verbindungsqualität bei dir. Du musst halt nicht ja, viel ja, zu ja, halt ich weiß. War sonst nie, wenn ich bei dir geguckt habe. Jetzt auf einmal spielst du was Anspruchsvolles, was nicht irgendwie nur 6 Polygone hat oder so. Und auf einmal. Als nächstes zählst du noch, ich habe keine getroppten Frames. Also bei mir ist das so ein Brei, ich erkenne überhaupt nicht, wer Gegner ist und was überhaupt. Das wird, also Krupp hat recht, das wird irgendwie runtergescaled. Das sieht so aus, wie wenn du nicht die native Auflösung von deinem Monitor kriegst, sondern wenn du da drunter gehst, dass die Kanten dann so verwaschen werden. So sieht das ganze Spiel bei mir aus. Alles ist dunkel. Von so Raucheffekten und so mal ganz zu schweigen, wenn ich da durchlaufe, habe ich 20 Frames. Ich hocke mich in den Stream und gucke euch noch ein bisschen zu. Ich finde es cool, aber das ist was für einen neuen PC. Na dann Feuer, neuer PC her. Ja, ich glaube, ich muss eigentlich, ne? Aber es ist dann, also so teuer. 97 ist halt schon wow. Nee, was denn, 79 so? Schon pretty old. Meine erste war eine 79, oder? Ne, 69 sogar nur. Das geht. Damit bin ich auch relativ lang hingekommen. Die. Ja, bist du dann angefangen? Ja, VR warst du da, warst einfach zu schwach dann. Da sollst du ja wenigstens eine 79 haben. Aber es ging auch mit der 69 noch nicht ordentlich halt. Ja, ich habe ein neues Schwert. Ich würde direkt die nächste Mission machen. Ja. Aber wir laufen gar nicht im gleichen Hub rum, habe ich das Gefühl. Naja, da wird es eine Handvoll Hubs geben. Wahrscheinlich spielen das Spiel gerade irgendwie ein paar tausend Leute grob. Naja. Ja, ich dachte nur, dass er irgendwie guckt, dass er die gleiche Gruppe ist. Ne? Guck mal, wir haben endlich mal. Guck mal, jetzt haben wir eins von jedem. Und Mana sieht einfach nur müde aus. Scratchy ist aber ein guter Name für ein Ochsen. Wie er da hockt, Alter. Scratchy. Guck mal, wie er da hockt. Das Tattoo haben sie auch mit dem Alien gestochen.
ich mag die. Weißt du, was ich doch, das ist die halbe Kanone, die dann an der Hand hat. Ja, Makeshift Cannon, kannst du auch Schiffe mit ändern. Ja, genau. Alter, wirklich ein huge boy. Ogrin ist so groß, ja. Jesus. Ogrin sind größer als Space Marines. Nee. Natürlich, größer und besser als Space Marines sogar. Ja. Wer hier voll schimpft, der Ogrin. Ach Micha, warum muss ich mir auf deinem Stream hier Werbung angucken? Na, warte. Wenn ich schon zugucke, dann kann ich mich ja mal einloggen, ja? Oh, Verifizierung, Alter. Dann hat er auch so immer sein Buttermesser dabei, mit dem man die Gegner an. Buttermesser. Erstmal ausprobiert. Sind das Gegner? Sind das keine? So, jetzt bin ich auf. Der Orkran macht dann ganz schön Druck hier. Wie heißt der Orkran? Freddy. Ja, das ist ja ganz geil, dass hier die Leute wegklatscht. Aber bis jetzt sind ja eigentlich alle Klassen quasi noch gleich, außer die Spezialfähigkeit, oder? Der Rest kommt dann wahrscheinlich über das unterschiedliche Equipment, oder was? Ja. Der Ogrin, der wird vielleicht, also die werden wahrscheinlich unterschiedliche Lebensenergie ein bisschen zunahme haben oder sowas. Ja, und wahrscheinlich dann auch mit höherem Wargear und Level und so. Ja. Genau, also das heißt, dann, im Moment hast du halt tatsächlich eine andere Fähigkeit und eine andere Waffe. Ja, weil das eine Fähigkeit und eine andere Granate. Ja, aber bei dem, mir ist bei der Erstellung angezeigt worden, dass hier mein Sharpshooter-Veteran, der hat als exklusive Klasse irgendwie Plasma-Waffen. Die Plasma-Gun, der. So, jetzt häng ich hier im Stream rum. Häng doch mal. Ja. Ich glaube, ich gehe erstmal auf dem Balkon eine rauchen. Ich mute mich mal so lange und höre den Ingame-Sound einfach weiter mit. Okay. Bis später. Jo. User left your channel. Oh, da ist. Den Orson mit dem Schild kannst du eigentlich nicht mit der deiner Fähigkeit attackieren. Was ist das? Das heißt, ich brauch Blaster, das Ding, oder? Was zum Teufel? Der Ogrin pusht zu viel nach vorne. Da müssen sie sich ein bisschen zurückhalten. Ich finde seine Sandalen klasse. Ha 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 ha!
Soße. Auch ein Klassiker dieser Spiele aufzusuchen und dann warten, bis er aufzukommt. Engaging war protocol. Das Soundtrack ist einfach nur geil. Wie die Kopf fliegen, wenn du auf Wälder einfliegen. Alter, komm mal. Something troubles me. Grendel speaks of Atoma's importance, yet stays away. Oh Gott, dem Ketzer geht's nicht gut. The Inquisitor has sent us here to serve. Do your duty, and that will be enough. Leuchtet blau. We may have need of that grenade in time. Smelter is our goal. Quickly. Finally, a worthy strike. Alle verprügeln so den Käfer. Alter, was zum Teufel? Jesus! Das macht schon Bock. Ich find's halt schön, dass dein Schwert irgendwie 50 mal stärker ist wie die Schwerter von den Jungs. Yes. Oder die Lasergans. Oder die Schaufel. No.
auch den Nahkampf überraschend gut gemacht, also das ist echt. Ja, das haben sie in Vermintide schon gut gemacht. Ja. Oh, wieder Bombe mehr. Ich hab die gehört, ich sehe ihn aber nicht. Er ist unter uns hochgegangen. Ich hoffe, wir müssen sowieso nach unten. Irgendwie über uns. Nein. Er taucht schon auf. Proceed to the Fab. Bisschen unbefriedigend finde ich, dass als Psyker hier normale Gegner zu töten. Weil ich muss das chargen und wenn ihr den einfach vorher mit dem beschwerten Schädler packt, verpufft der Charge im Nichts. Das ist irgendwie unbefriedigend. Und du hast trotzdem Barrel. Ja. Ja, aber für normale Gegner. Ich höre einen Hund. Wie lange musst du R drücken, damit du hier Carol wegkriegst? Und dauert schon ein bisschen. Bomber neutralized. This solitude is not unwelcome, but I should find them. User joined your channel. So, ich bin wieder da. Wer? Die ganzen Special-Heinis sind halt hier im Prinzip auch nichts an. Ja, es gibt einen Hund, einen mit einem Netz. Den Flammenwerfer, den Bomber. Ja. Sniper ist ein bisschen anders. Ach guck mal, er lädt sogar tatsächlich nur die einzelnen Schüsse nach. Ja, aber er hat keine Speedloader. Healing, a timely discovery. Will keiner heilen. Sieht aus wie eine Muschi oder was? Hey Sticky Fingers, choose the ammo, nö. Sind halt nur die Level bisher ein bisschen eintönig. Ja, das. Da bin ich echt gespannt, ob sie da mehr machen, weil bislang ist das halt sehr viel Internationales Underhalt. Was willst du noch groß anderes zeigen? Ja, das stimmt auch wieder. Grüne Landschaften wie bei Vermintide, wo du dann auf so ein riesen Schloss zuläufst. Habt ihr das Gameplay von dem Dead Space Remake gesehen? Nee, was ist, wie sieht das aus?
Wir haben jetzt diverse Streamer und Magazine haben die ersten drei Kapitel jetzt spielen können. Das heißt, es gibt jetzt Gameplay-Videos von mehreren Leuten. Und das sieht schon echt gut aus. Haben die das nochmal reworked oder was? Ja, es ist ein Remaster. Nee, ein Remake. Es ist genau ein Remake, weil also im Prinzip bleibt es halt so wie Dead Space, es sind halt ein paar Unterschiede. Also die größten sind, glaube ich, dass der Isaac jetzt auch im ersten Teil spricht. Die haben aber den Original Voice Actor von Dead Space 2 und 3 dafür genommen. Also der hat jetzt keine neue Stimme. Und der labert halt auch nicht wahnsinnig viel rum, sondern der antwortet halt, wenn er irgendwie Funksprüche kriegt. Aber der führt jetzt keine Selbstgespräche oder so. Und die Level sind jetzt mehr miteinander verbunden, also du musst jetzt nicht immer mit so einer Bahn von Gebiet zu Gebiet fahren, sondern das ist im Prinzip fast ein Hub, von wo aus du in die unterschiedlichen Level halt irgendwie gehst. Das wollten sie ja eigentlich von Anfang an machen, eigentlich. Also das wollten sie beim... haben es dann aber halt weggelassen. Genau, und es gibt irgendwie auch so Bereiche, wo du dann, keine Ahnung, erst eine Power-Note finden musst, um in so eine Tür reinzukommen, und dann musst du halt irgendwie, kannst du dahin zurücklaufen, wenn du dann eine Power-Note gefunden hast. Und es gibt eine neue Mechanik zu Circuit Breakern oder so heißt das. Das heißt, du musst dann, keine Ahnung, irgendwie eine Tür aufmachen und du musst dich dann aber entscheiden, ob du, keine Ahnung, einen Umweg laufen musst, oder ob du eine Abkürzung nehmen kannst, aber dafür ist der Flur dann halt dunkel. Also du musst die Energie halt irgendwie umlegen. So, ich muss halt ganz ehrlich sagen, also Dead Space verstand ich jetzt. Bist du noch da? Wieso? Weil das, du dann weg warst. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das erste Dead Space ist eigentlich ziemlich gut gealbert. Ja, aber wenn du es, also viele der Videos, also das von GameStar zum Beispiel, hat dann so die Gebiete aber nochmal so alt versus neu im Splitscreen. Und da hat sich grafisch echt einiges getan. Also gerade was so die Lichteffekte und Reflexionen und so weiter angeht. RTX, ja. Genau. Und die Gegner sind jetzt halt auch so modelliert, dass die tatsächlich, also du musst Dinge so Gliedmaßen abschießen und die haben jetzt richtig offene Wunden. Ja, also wenn du den halt in den Torso schießt, dann hat der da halt so eine Wunde. Also da hat sich grafisch schon echt einiges getan. Und es gab ja im Vorfeld schon mal irgendwann von den Entwicklern so ein Video, wo die halt die Sound Engine irgendwie erklärt haben. Ja, also da hat sich auch irgendwie einiges getan. Also ich glaube, ich hätte halt gerne einfach ein neues Spiel. Ich hätte nicht gerne noch ein bisschen Andor. Ja, nee, aber neue IPs sind out, weil jetzt ist viel, viel besser und viel leichter mit Sachen, die sich schon verkauft haben, nochmal Geld zu verdienen. Naja, aber dann kosten neue IPs viel. Ja, also ich finde auch, also das Dead Space Remake kommt ja irgendwie im Januar und im November kommt schon Callisto-Protokoll. Und das sieht ja auch super aus und das ist ja quasi von dem Glenn Schofield, dem Lead-Designer von dem ersten Dead Space. Ja. Und das ist im Prinzip Dead Space ein bisschen anders. Also der hat wahnsinnig viel übernommen und da hast du dann halt ein neues Spiel und eine neue Story und so. Ja. Also ich werde die beide spielen, ich interessiere mich für beide. Ich vielleicht auch irgendwann, wenn es dann auf dem Twitch Prime umsonst gibt. Wow, da hast du aber jetzt ziemlich kräftig eine gefangen, du relativ alt. Ja. Das waren, das ist noch, da ist doch auch kein Sperr dabei, oder? Das sind doch genau die gleichen Jungs, die das letzte Mal schon so Probleme gemacht haben, also wo du das letzte Mal im Brot versteckt hast alleine. Ja. Mann. Ja, es ist halt auch gefährlich, wenn die dich sozusagen. Ja, gezielt haben. Der Mars war auch eingestellt. Aber das macht immer extra Damage. Ach, jetzt check ich das erst, dass hier jetzt eine der Gesundheitsbars ist jetzt blockiert, weil du wiederbelebt wurdest oder was? Ja.
Also ich finde, so von dem, was ich bisher gesehen habe, haben die so das Universum schon echt ganz gut eingefangen. Das ist schon alles ziemlich grim dark. Oh ja. Die gute Dämonenmaschine. Kloppen sie alle auf das Auge. Da muss weg, ne? Ich glaube, aus der Munikiste musst du dir was rausnehmen, oder? Ja. Ja, aber das Medi-Ding heilt dich, wenn du daneben stehst, ne? Was ist das denn für ein Käfer? Mörge, Dämonenmaschine. Comeback. Weil das der Chaos Poster Boy ist von GW. Ach so, okay. Weil Korn ziemlich langweilig ist. Ja, also Slanisch und Sieb sind halt beide ein bisschen strange. Ja, genau deswegen. Ja, Korn ist langweilig. Aber Korn ist ehrlich. Ja, dann. Ja, Nurgle ist halt auch mit Sentient Space Aids Zombies. Oh. Ne? Was ist eigentlich mit Sench? Was macht der so? Ach, der sitzt irgendwo im Hinterzimmer und macht Pläne. Ja, so. Und dann hast du halt Slanisch ist halt, ja. Wenn einer mal Slanisch ist, ist es ein Beispiel, aber egal. Vom Developer. Was ist denn das Wort? Die Frage ist halt, wie du Zench und Slanisch irgendwie so thematisch und fürs Gameplay umsetzt, sodass es halt nicht irgendwie unfair oder undurchsichtig wird. Der Zench wirst du nicht so hinkriegen, denke ich mal. Ja, was? Das ist ja einfach nur ein Scheme. Ja, aber Slanisch, easy peasy, Alter. Überall Titten und Vaginas. Genau, easy peasy. Hast du mal Scorn angeguckt? Das muss nun mehr Titten. Und noch ein paar neues Marines dazwischen. Oh, ich bin ganz tot. Ja, Scorn sieht so ewig aus, ey. Ist auch eine ganz schöne Shitshow, leider. Ich hab's mir jetzt nicht angeguckt, aber es ist wohl irgendwie nur 4 Stunden lang. Ach ja. Also 8 Jahre entwickelt dran, das ist ein bisschen mau. Und dafür ewig in der Development Hell, ja? Ja. Aber was ich gesehen habe, sah halt auch gut aus. Sieht schon High Quality aus, muss man auch sagen. Ja, also du wirst halt jetzt aktuell und auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich kein Spiel finden. Ich kann gerettet werden. Was so aussieht. Genau, was diesen Artstyle hat. Grob, rette mich! Okay. Der Ogrin-Kumpel kommt schon. Das ist der einzige, der hier was taugt. Wie zu erwarten war. Ja, mir sind dann auf einmal 50 Leute entgegengekommen. Oder so. Ich hab eben, als er mich ja gerufen hat, Grupp, rette mich, du sitzt dann, kniest dann da und hast die Hände hinten verbunden und du kannst so third-person-mäßig mit der Maus rundum gucken. Dann habe ich gesehen, wie deine Silhouette durch die Wand angezeigt wurde, wie du auf den Zug gelaufen bist, und dann kam da so eine ganze Horde wie ein Ding gerannt.
Jetzt hat man wie im Tutorial irgendwie 1000 Manöver gelernt, aber bisher ist es ja irgendwie auch einfach nur Left-Click, ne? Ja. Na komm. Naja, ich benutze meine Crowd-Control-Fähigkeiten schon ab und zu. Oh, die sind halt immer ewig auf Cooldown. Wie viele Ziehattacken hast du denn? Ich kann Köpfe platzen lassen und dann kann ich sie einmal alle umschmeißen. Geht man den Ogren auf, der ist direkt tot. Der ist schon tot. Das ist er tot. Ihr könnt doch einfach zum Extraction-Punkt gehen, wenn du willst. Nein. Der Ogren hat euch alle noch ganz schön fett gecarried. Ja, welches Sport hat direkt neben dir? Na, eigentlich heilst du dich auch, wenn du tötest, ne? Aber irgendwie krieg ich keine AP wieder. Na, blauen Balken sollst du da wieder kriegen, oder? Ne, blauen Balken kriegst du wieder, wenn du einfach in der Nähe von deinen Kumpels bist. Und wenn du Sachen kaputt haust. Ja. So, das ist die zweite von 5 Schwierigkeitsstufen. Ganzen Scheiß, den man da kriegt, ist das Währung, oder? Währung, ne? Kannst du kaufen, Zeug für. Ach, wahrscheinlich, wenn dann hier in dem Hub die Shops freigeschaltet sind, ne? Genau, den einen kriegst du ja schon ab Level 2, der hat so Below-Waffen. Below-Waffen, genau, dann gibt's den bisschen besseren. Ich glaub, für den brauchst du dann bestimmt eine von den anderen Währungen und dann gibt's irgendwie noch so. Alter, das ist halt voll Wärmetal. Ultra legendären Gegenstände zu bauen. So. Kram auch verkaufen, den du gekriegt hast? Schade ja, nicht. Doch. Wenn du im Inventar bist, kannst du auf die Waffe draufklicken und da gibt es Discard mit X. Ja, das ist ja nicht verkaufen, oder? Doch, kriegst du dafür Geld, Gold, wie auch immer. Mija kauft sich ein neues Schwert. Das ist echt ein Messer, das ist doch das hier, das Ketterchen. Das ist da steht Force Sword. Das ist Force Sword. Das Ketterchen-Ding, das ist meine Standardwaffe. Wie es jetzt gerade aussah, hast du in dem Kaufbildschirm keinen Vergleichstab gesehen. Um zu sehen. Ja, so eine Sachen fehlen halt echt noch. Oh, guck mal, der ist im Level schon ein Stück hoch. Ja, der hat schon deutlich coolere Klamotten an, ne?
Der genau, ist ja wieder im Hintergrund, Alter. Bei dem Sam Elk, da gibt's dann The Good Stuff. Die Haare. Hat er selber geschnitten. Ja, Assassination. Immer. Uff. Veteran 1. Ich glaube, jetzt gibt's oft eine Mütze. Na, Hauptsache du kriegst am Ende trotzdem Belohnung. Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn man Stufe 2 durchspielt. Aber nein, egal. Ist ja Beta. Nee, stand aber am Anfang ein Disclaimer. Du nimmst, wenn du das Spiel kaufst, übernimmst du deinen Fortschritt mit. Was? Ja. Also gibt's denn kein Reset, wenn das Spiel da ist, oder was? Stand am Anfang da, die Wahrscheinlichkeit ist da. Das ist total bescheuert, ich habe jetzt gar nicht die Charaktere gemacht, die ich sie haben möchte. Ah, guck. Ah! Verstärkst du jetzt das Schwert damit, oder was? Ja, das konnte ich im Tutorial machen. Man kann den Gegner richtig evisceraten. Aber ich weiß nicht, was die zweite Fähigkeit macht. Bei den Levels dasselbe Gefühl, wie als ich hier Necromunda Hired Gun gespielt habe. Und wenn man sieht, so die Level läuft da rum und denkt sich so, boah, Alter, ich will nicht wissen, wie es da liegt. Mal da Hired Gun konntest du spielen, aber hier bei dem Spiel scheiß der Rechner ins Bett, was ist das? Hired Gun lief deutlich, deutlich besser. Hat er auch, glaube ich, von sich aus FSR-Unterstützung. Hier die ersten paar Gegnerchen und der erste ist schon down. Ja, aber der Level 1 ist der voll Depp. Oh, das ist Sniper. Und ein Ogrin. Na, der Level 1 Heini ist direkt disconnected. Oh, das ist schwer. Woher haut er mit seiner Axt auf dich drauf, wenn du da liegst? Ja, Grupp muss das Ganze jetzt carryen, ne? Ich bin auch tot. Ja, also. Da sollte man, glaube ich, mindestens Level 5, wenn nicht Level 10 sein für Schwierigkeit 3. Oder man ist halt, hat 1000 Stunden Wörmetall gespielt. Weil dann hast du bessere Waffen und du hast auch deine schon mal Perks freigeschaltet. Und man hat nicht einen Level 1er dabei. Oh, lächerlich, mal, 95 Erfahrung. Der hat minimal schlechteres Zeug als wir. Aber er ist Level 1, der wusste doch gar nicht, wie das Spiel geht, Junge. Der ist bei der ersten Gegnerkontakt, ist ja down gegangen. Ja, gut.
alte Kackebatzen. Na gut, hier wäre jetzt die Ausbeute nicht so geil. Das muss man ganz offen sagen. Man merkt es halt gleich, ja. Du besorgst dir die erste Gegnergruppe rein und da ist erstmal der fette Ogrin mit dem schweren Lasergewehr. Hinten dran noch ein Gunner und da wirst du mit den Elite-Gegnern schon mehr zugeschissen als später, als in den anderen. Disconnect. Wie disconnect? Reicht dir, oder was? Was? Nee, mein Spiel ist disconnected. Ich krieg Werbung. Das liegt nur darum, weil du nicht gesubbt bist. Jupp. Yep. Kein Prime-Mitglied, hab den Bezos-Bugs nicht. Das sieht irgendwie nicht mehr gut aus, gerade. Ich weiß auch nicht, bis wann die Beta gehen soll, oder? Ich bin wieder drin. Sind sogar noch in der Gruppe. Ah ja. 14. bis 16. oder? Ja, ist halt die Frage, wann am 16. Ja. Na gut, dann machen wir nochmal eine Level 2 Mission. Oh. Smelter. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Alter, Psyker-Team am Start. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Psyker und dem Zealot? Der Psyker ist ein Psyker und der Zealot ist einfach nur ein Prediger. Ich kann zaubern und er kann halt die Bibel rezitieren. Genau. Ich kann ganz laut vor der Emperor rufen. Mhm. Also im Spiel ist Zealot halt die Melee-DPS-Klasse. Ich hätte gedacht, du kannst vielleicht das Team noch buffen. Ich denk, ja, das machen ja alle ein bisschen mit dem Kumpack. Und ich denke, der Psyker wird im Late Game wahrscheinlich dann so ein Single Target High Damage Nuker sein, irgendwas. Oder Crowd Control. Na, du hast also deinen komischen Kopfplatz-Ding, das ist ja immer praktisch. Weil du ja viele die Elite-Gegner damit sozusagen farmen kannst und der Stock, den du bekommst. Ja, der hat das Kopfplatz-Ding grob, das muss ich aber ewig aufladen. Ja, das macht ja nichts. Aber es ist ziemlich gut. Also nicht gegen Standard-Gegner, aber halt gegen Elite-Gegner ist total gut. Ich wüsste halt gerne, was die zweite Fähigkeit hier macht. Ah, damit kannst du sozusagen. Welche jetzt? Das ist blocken. Mechanicus think the Emperor's design is written cogs and pistons. Fools! Die Fähigkeiten an die Waffen gebunden, oder wie? Ja. Teilweise. Ah, der deutsche Akzent. Wer hat den? Der aus Putin. Er ist tot. Ja, und? Oder 40 Minuten auf die Leiche.
workers sleep by their stations. That's atonement loyalty. Crash to desktop. No. Ich bin mal interessiert, ob du dann reconnecten kannst. Das wird man gleich sehen, ne? Also ist der Reacher quasi der Nahkämpfer, Psyker ist der Caster, der Sharpshooter ist Ranged und was ist dann der Ugrin? Crowd Control. Tank, Crowd Control. Hm. Der kann wohl auch relativ gut wiederbeleben irgendwie. Ich denke mal, der Ugrin, der hat ja solche Fähigkeiten hier, wo er durch Horde-Gegner durchcharged und sowas. Ich denke, der brilliert dann hauptsächlich halt für Ground Control. Er hat ja in den Gameplay-Trailer hast du irgendwie gesehen, der kann seine, was auch immer das ist, Trommel, Schrotflinte irgendwie so runternehmen, dann fest an seitlichen Griffen und dann kann er das Ding halt im Staccato feuern. Es sah vorhin in der Runde auch so aus, als ob der Ugrin wiederbeleben könnte, während er gehauen wird. Konntet ihr irgendwie nicht, oder? Doch. Es gibt Reconnect. Ich find's ja geil, wenn's für den Sharpshooter hier auch so einen Hellgun oder so gäbe. Das wäre cool. Du verkackter Karsakin-Fanboy. Ich find's mega. Gibt's jetzt Reconnect? Ja, ja. Bin am Reconnecten. Und bin wieder auf drin. Auf seinem Ladebildschirm sitzt ihr alle wieder in dem Thunderhawk oder wie das Ding heißt. Valkyrie. Ja, ach, keine Ahnung. Also das Ding, was euch quasi zur Mission fliegt. Aber auch noch die Blechdrucken. Und wichtige Leute. Na gut, nee, dann ihr nicht. So long barred from my duty. I almost forgot myself. Duty would not have forgotten you. Trust me. Multiple hostiles. Und einen Skillbaum gibt's nicht, oder? Doch. Aber den konntet ihr bisher nicht leveln, oder was? Naja, ab Level 5 bis zum ersten. Okay. Bis Level 30, glaube ich. Sie hieß die ganze Zeit, dass sie nur die Psyker rumlaufen und den Skyrim wegmachen. Bisher wirkt es so, als hätte das Spiel einen ganz schönen Nahkampffokus irgendwie. Oder vielleicht ist es auch dem Schwierigkeitsgrad geschuldet, dass halt meistens alle nur dastehen und links klicken, bis die Gegner weg sind. Naja, Chris, wir reden immer noch von 40k, ne? So 50-50 meinten die Entwickler wohl so ungefähr hingeschrieben. Aber du willst natürlich, Munition ist ja je nachdem, welche Charakter du hast, auch relativ spärlich. Dann willst du nicht an jedem Standardgegner irgendwie einen Schuss verbrauchen. Auch ich hatte für die Last Gun hatte ich irgendwie über 700 plus zu Beginn. Ja, also du verbrauchst pro Schuss 3. Ja, ich reicht auch beachtet. Ich habe einfach nur geklickt. Ja, die ganze Raum, das klingt einfach rein.
gibt doch bestimmt wieder auch so Dinge, die im Development Pad oder die, wenn du die im Level findest und mitnimmst, gibt's mehr XP oder so. Ja, das haben wir gerade. Oben rechts. Grimoire suchen. Ah! Hat mich eingesetzt. Help! Ach, das ist das, die Grimoires sind ja die Nebenziele oder was? Ja. Okay. Gott, wie die aussehen, wenn die aus dem Vorhaus rausgelaufen kommen. Ja, jetzt sieht hier das Standard-Kanonenfutter auch relativ unterschiedlich aus, oder? Also es ist nicht nur so ein Standard-Gegner-Typ, sondern die haben alle irgendwie unterschiedliche Klamotten an. Der eine hat ein Horn auf der Birne oder so. Ja. Ach stimmt, deshalb ist Nörgel auch ganz gut, weil die natürlich viel Trash-Enemies haben, oder? Diese lustigen Plagues, also ja, quasi Zombies. Na, die Poxwalker. So. Bei Korn könntest du noch irgendwelche von denen sagen, ja, sie machen irgendwie lustige Kultisten, die alle überall so sind. Ja, oder hier so die, wie heißen die von hier Gorn's Ghosts, der Blutpakt? Ja, das hast du ja hier im Prinzip auch durch die Imperial Guard Regiment. Aber bisher waren es doch nur so die Zombie Leute, oder? Also außer diese einzelnen Gegner, die mal eine Schusswaffe haben. Das sind gar nicht so wenige. Ja. Ja gut, bei mir sahen die in der Kuppelgrafik halt alle gleich aus. Der wird immer irgendwo hingeschossen und wenn der rote Marker kam, habe ich weitergeschossen. Wenn der blaue Marker kam, habe ich aufgehört. Oh, jetzt gibt's das Hacking Minigame. Salutations, Hadron online, data stream
acceptable quality. Ja, das sieht cool aus, wie sich das da öffnet. Das blaue Licht so in den Raum kommt. Und das auch ohne Raytracing. Was genau macht Raytracing eigentlich? Und viel mit Licht und Reflexion. Also ich meine, ich habe eine GTX 970, also dementsprechend lang bin ich raus aus diesen Grafikkartenentwicklungen. Also ich muss sagen, ich könnte das so sagen, wie das Shallow immer gerne sagt, und zwar ist das halt ein Knopf, um dein Spiel langsamer zu machen. Ja. Ja, aber das wenn, das halt so richtig haben möchtest, ist es halt, es ist halt wirklich wie in Echtzeit eine Lichtberechnung machen. Global Illumination, was halt ziemlich krass ist, dass wir mittlerweile so sind, dass wir das in Echtzeit machen können, aber es ist sehr ressourcenhungrig. Das heißt, du kannst halt Echtzeitreflexion haben und nicht halt mit diesen hier Reflexionssphären oder sowas, Cube Maps, was wir eigentlich sehr viel machen und so ein paar. Du kannst halt auch Licht, richtig echtes Licht halt gut fallen lassen und dann das Licht nochmal 3-4 Mal bouncen lassen. Dadurch hast du halt super schönes, ja, weiches Licht auch in Schatten und so ein Kram. So, es ist schon eine geile Technik, aber ich muss sagen, was ich halt gesehen habe viele Jahre, wir sind halt sehr, sehr gut, den Kopf zu verarschen und zu sagen, ja, das sieht aus wie richtiges Licht, ne? So. Aber sonst, die Designer mussten halt sonst noch hingehen und mussten sich eine Platte machen, wie sieht das aus, wo lasse ich das Licht scheinen und sowas. Und jetzt ist es halt so, hör doch, ich mach da Licht hin, der Rest geht so, weißt du, so. Das ist halt eigentlich für Spieldesign ist es einfacher wie alles andere. Ich habe bei den möglichen Konfigurationen meines zukünftigen PCs auch drüber nachgedacht, eine Radeon-Karte zu nehmen. Aber von denen hatte ich eine bisher in meinem Leben und die hat richtig Probleme mit dem Treiber gehabt. Und da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, seitdem hat sich das für mich irgendwie erledigt, weil ich mit Nvidia nie irgendwelche Probleme hatte. Und Raytracing ist ja auch Nvidia-exklusiv, oder? Oder war das nie? Wie hieß denn das? Irgendwas, ja, also Medien hat das natürlich, glaube ich, nur ein. Ja, aber ich würde sagen, ja, Radio hat sein eigenes Ding. Irgendwas hatte Nvidia doch exklusiv, oder war das ja, ja. DLSS oder sowas? Das ist beides. Ja. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, ob das tatsächlich irgendwas Cooles ist oder ob das nur so Marketing-Buzzwords einfach sind. Es ist schon was Geiles, ne? Aber du musst dir vorstellen, ich habe jetzt hier eine 3070 Ti mit einem Ryzen, was weiß ich, 9 3900X, was auch schon eine relativ starke CPU ist, ne? Und dann gehe ich hin und mache halt Cyberpunk an und stelle das auf eine ziemlich hohe Einstellung. Dann läuft das Spiel so durchschnittlich mit so 90 Frames, ja? Selbst wenn ich in der Stadt rausspringe. Und dann sage ich, oh, weißt du was? Jetzt möchte ich mal so ein bisschen Raytracing haben. Also schalte ich ein bisschen Raytracing an. Und auf einmal sind es 40 Frames. Ja, okay. Weißt du so, das ist halt das. Die Karten selber sind gut, aber ich würde es jetzt nicht wegen so einem Gimmick wie Raytracing kaufen unbedingt. Weißt du so. Wo ja. dass dieses verstärkte Raytracing tatsächlich geholfen hat, war dann, wo ich hier Maps gebaut habe für so ein VR-Spiel, wenn ich die dann nochmal so durch so ein Raytracing-Pass gejagt habe, damit die dann wirklich schön aussehen gab. Aber mehr für mehr hatte ich es auch nicht wirklich benutzt. Ja, ich will halt irgendeine Kiste, mit der ich die nächsten paar Jahre wieder Ruhe habe. Und dann knall ich da eine 3080 rein und dann habe ich ein paar Jahre Ruhe. Und gut ist. Das ist alles noch dazu gemacht. Beziehungsweise ich habe ja auch noch hier meinen Ulm-Monitor, der halt mit 1080p nativ läuft und ich will halt auch einen neuen Monitor und dann auch zumindest also irgendwie WQHD oder so. Den 4K brauche ich jetzt nicht, aber irgendwie so ein bisschen mehr als hier. 1080p wäre glaube ich schon ganz nice. Ja, dann ich halt, so viel Platz habe ich gar nicht auf meinem kleinen Computer. Für den alten Monitor würde ich gerne einen zweiten Monitor nehmen, beziehungsweise geht das, wenn die unterschiedlichen native Auflösungen haben? Also wird das ja. Dann... Ja. Okay.
Ich habe in meinem Leben noch nie zwei Monitore gehabt, also, ne? Keine Ahnung, wie das geht, aber ich probiere es dann aus, wenn es soweit ist. Plug and play eigentlich, man ist es nicht. Plug and play und ich habe noch für einen zweiten Monitor, dass ich dann eine Taskleiste habe, habe ich noch extra. Und wenn du jetzt im Spiel bist und links deinen Desktop auf dem zweiten Monitor siehst, wie wechselst du dann auf den zweiten Monitor? Indem ich rein und raus tappe, aber ich habe einen zweiten Monitor rechts, nicht links. Ja, muss ich links hinstellen, rechts ist das Abrufer. Initiating Crowd Control! LOL. Die hab ich ganz schön weggeklatscht. Man wird aufgehoben und in der Sekunde, wie ich aufgehoben werde, platze ich halt. Der Banana ist auch gleich weggeplatzt. Ich mag das Design der Chaos-Leute. Wie lange ist denn jetzt eigentlich der Beta-Test? Der ist nur das Wochenende, gell? Ja. Okay. Aber Krupp, du hast das vorhin ja, glaube ich, gesagt, dass es bestimmt noch eine Open-Beta geben wird. Ja. Wann ist Release angesetzt? November irgendwann, oder? Ende November, das am 30. Ja, da kommt bestimmt noch eine Open-Beta. Also ich glaube nicht, dass die jetzt mit einer Open Beta noch großartig was an Version 1.0 verändern werden, aber nee, vielleicht... Open Beta ist ja Marketing. Das ist reines Marketing, genau. Beziehungsweise, also ich glaube, jetzt testen wir gerade das, was dann in den Day-One-Patch rein soll. Vermutlich. Oh, die Mission. Ihr habt doch eure Grimoires verloren. Ja. Ganz auf die Fresse. Also wenn du hier so gerusht wirst und die dich richtig einkesseln, da gehst du schon relativ schnell down. Wahrscheinlich auch eine Klassensache mit. Ja, ja. Als Caster hast du wahrscheinlich jetzt nicht so die vielen HP oder die dicke Rüstung oder so. Seitdem der Ogre eben so gestottert hat, habe ich die ganze Zeit das deutsche Voice-Acting von Dawn of War im Kopf, weil da waren die Ogrens auch echt lustig. Die ihre Moral verloren haben, haben sie gerufen, wer hat sich da Plane ausgedacht? Wenn sie aus der Kaserne rausgekommen sind, ist mit so einer richtig dummen Stimme, du wollen Ogrin?
Reaktor noch. Boah, das war noch Zeit. Da könnte man mal ein Remaster von machen. War halt auch vor allem nicht so cringe wie das zweite. Was? Ja, das erste Dawn of War, das war nicht so schlimm cringe. Beide war voll edgy. Am dritten will ich gar nicht reden. Was soll ich sagen? Das wurde aber viel schlimmer. Could you fucking not, ey? Schön, die haben mich sogar zugelassen, dass ich das Spiel nochmal runterladen kann. Weißt du, wie schnell ich das gerade runterlade? Yes. 2 MB pro Sekunde. Ich bin fertig, da kann ich es dann auch schon fast richtig runterladen. Ja, zur nächsten Beta bist du. Ich hab grad 11 Tage drauf stehen, weil ich es bis irgendwie 39 Kilobyte Sekunde runterlade. Ja, mit der 1000er Leitung, das geht uns gut. Ja, ich hab eigentlich auch eine schnelle Leitung, aber irgendwie wehrt sich das Spiel ein bisschen. Irgendwie wehrt sich das ein bisschen. Ja, nicht so schlimm, was nicht leider mein dreckiger Scheiße. Alter, der Charger ist im 101 einfach so mies. Wie die andere Richtung? Ja, er schreibt ja auch vor Faxen. Ja, jetzt hat er die kalte, die zwar ganz gut, aber er ist halt total umsingelt, ne? Also. Ja, the pain, the terrible pain. Ja. Oh, mein Herz greift für ein Level Up. Ja, aber kurz vorm Ende und du kriegst halt echt nur die Hälfte vom Leben. Was du sonst kriegen würdest. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, mir reicht's jetzt. Wäre mehr Spaß, wenn wir mehr Leute wären, aber mit den Randoms ist halt auch doof. Oh. Ja, das ist ja immer so. Wenn du dich schön absprechen könntest, auch halt Randoms ist, ne, mir reicht das. Aber ist das denn ein Spiel, was ihr euch kauft, wenn es rauskommt? Weiß ich noch nicht. So, den Zuschauern im Stream bedanke ich mich also, auf jeden Fall erstmal und ich sag dann mal, Rido, bis die Tage. Ich werde die ganze Woche über öfter mal streamen. Von dem, was ich gesehen habe, sah es eigentlich